Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Und das fröhliche Sterben geht weiter. Aber wir kommen noch weiter, oder? Wir haben schon ein paar von diesen Verbrannten haben wir schon getötet. Zwei, glaube ich. Viele sind ja jetzt nicht mehr. Die Ecke hier war gut. Hier haben wir lange überlebt. Wir sind tot. Ja, wer sich jetzt wundert, warum wir sterben, bitte die letzte Folge nochmal gucken. Denn wir haben uns hier in eine Situation gebracht, in der es weder vor noch zurück gibt. Wir kommen hier nicht weiter. Wir haben keine Munition. Das heißt, wir kommen gar nicht dazu, die Waffen zu wechseln. Werden von allen Seiten angegriffen, haben keine freie Minute. Und sterben in einer Tour. Also wir werden, egal in welche Richtung wir laufen, wir werden sofort platt gemacht. Wir hatten den Eindruck, da unten ist eine Höhle. Wir hatten den Eindruck, das wäre noch das Beste, wenn wir da reinrennen. Aber nein, hier draußen überleben wir ein paar Sekunden länger, habe ich den Eindruck. Also nicht nur 3 Sekunden, sondern 4 vielleicht. Okay, zum Glück sind die Fledermäuse da. Die helfen uns noch ein bisschen vielleicht. Aber jetzt, sonst folgen sie uns immer hier rein. Haben wir ein Stimpack? Nein, haben wir nicht. Vielleicht vergessen sie, dass wir hier sind. Und wir sind tot. Ja, also nochmal. Wir haben versucht, hier oben zu rennen, hinzurennen. Wir haben versucht, zurückzurennen. Wir haben versucht, hier hinzurennen. Und wir haben versucht, ja, hier hinzurennen. Wir haben, unten ist eine Höhle, da sind wir mehrfach rein und auch sofort gestorben. In der Höhle habe ich jetzt gar nicht sehen können, ob die Gegner da überhaupt Schaden nehmen. Also, wenn wir ja, ob die den Schaden, den wir anrichten, behalten. Hier draußen konnten wir wenigstens 2 schon töten in den letzten gefühlten 10 Stunden. Ja, nur Geduld, wir schaffen das schon. Wir müssen nur einmal, da sind ja nur 3 da unten. Ja, und wir sind so schnell, so super schnell, weil ich weiß nicht warum. Wir sind überladen und alles. Moment. Redex haben wir hier. Jetzt könnten wir doch schnell irgendwas einwerfen. Die Waffe wechseln. Oh, wir haben ja wieder Munition. Und wir sind tot. Ja, wir sind ja am Ziel. Unser Ziel ist es gewesen, hierher zu kommen und zu gucken, was das hier ist. Ganz genau das, die verglaste Höhle. Wir sind am Ziel, das wusste ich, aber woher sollte ich das wissen, dass das hier so aussieht, wie es aussieht? Das Ziel, das haben wir ja noch in der Beta-Phase gesetzt. So lange laufen wir schon hier runter und war eigentlich alles schön, bis wir am Ziel angekommen sind. Und wir sind tot. Wir kamen nicht mal da rein diesmal. Unser selbstgesetztes Ziel. Und wenn wir einfach, wir haben noch nie versucht, einfach stehen zu bleiben und wir sind tot. Also einfach stehen bleiben bringt auch nichts. Gut. Ja, wir kommen hier nicht mehr weg. Was sollen wir machen? Einen neuen Charakter erstellen vielleicht? Aber nein. Wir sind doch schon Stufe 14. Wir sind doch schon total weit. Jetzt einen neuen Charakter erstellen, nachdem wir so viel schon erlebt haben und gemacht haben? Nein. Nein, nein, nein. Ich würde ja... Wir sind tot. Okay, nee, doch nicht. Wir leben noch. Und wir sind tot. Hat das nichts gebracht, hier oben stehen zu bleiben? Hat dieses Loch hier irgendwas gebracht, wenn wir hier reinspringen vielleicht? Weg.
Die bewegen sich ja auch ganz komisch, oder? Die haben ja gar keine richtigen... Vielleicht ist es kaputt, vielleicht sollten wir den Titel nochmal neu starten. Nein, Quatsch. Hier, guck, jetzt schaffen wir das doch. Liebe Leute draußen, seht ihr das? Wie wir die wegputzen? Irgendwie... Wir sind tot. Also ich glaube, wenn man jetzt ein Team hätte mit mehreren Leuten, dann wäre das schon schwer genug. Haben wir aber nicht. Einer weniger, immerhin. Ja, aber die spawnen ja auch sofort wieder neu. Da sind ja einer weniger. Ja, guck mal, die sind ja sofort wieder neu da. Das ist nicht die richtige Waffe. Pip-Boy geht nicht auf. Warum nicht? Und wir sind tot. Uns nicht hier irgendwo verstecken mal. Boah, da sind ja alle wieder zurück. Wir haben einen getötet. Das sind ja schon wieder... Och, das sind ja viel mehr geworden jetzt sogar. Und wir sind tot. Na, macht's noch Spaß. Ja, es tut mir leid. Was sollen wir denn machen jetzt? Wir können ja die Let's Play-Serie hier beenden und sagen, Lucrezia ist gestorben an dieser Stelle. Ja, irgendwann wird es soweit sein. Wir haben ja bald überhaupt nichts mehr. Ja, okay, Essen und so haben wir noch genug. Ja, du bist nicht ihr. Nein, ich bin nicht ihr. Ich will auch gar nicht ihr sein. So, jetzt gucken wir mal ganz in Ruhe. Ach, da haben wir doch keine... Moment, halt, bleib da stehen. Bleib da stehen. Wie wäre es mit dem Springmesser? Können wir damit besser umgehen? Ist das schneller vielleicht? Boah, das richtet ja gar keinen Schaden an. Moment, halt! Lass das, bleib so und beweg dich nicht. Nimm das. Wir sind tot. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Das Einzige, was mir für euch, liebe Zuseher zu Hause an dem Bildschirm, liebe Welt da draußen, was mir für euch einfällt, ich könnte das vielleicht irgendwie nachher zusammenschneiden oder... Ja, nachher. Also ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal hier rauskommen. Merkt ihr das? Dass ich das in vielleicht doppelter Geschwindigkeit laufen lasse oder so. Denn wer will schon 1000 Tote von Anna Lucrezia sehen? Möchte ja niemand vielleicht... Wir haben den richtigen Punkt noch nicht gefunden. Es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo man sich verstecken kann. Aber hier sind wir total schutzlos gerade. An diesem Spawnpunkt da oben sind sie sofort alle und umzingeln uns. Ah. Jetzt kommt nicht mal mehr einer rein hier. Und wir sind tot. Also, wenn wir das nächste Ziel uns aussuchen, dann suchen wir uns aber eine friedlichere Gegend aus. Ich dachte, das wäre friedlich. Und das war so schön rot hier alles. Guck mal, was wir alles für Effekte drin haben bei uns. Wieso weicht der so aus? Lass dich einfach umhauen. Da du schlägst uns doch auf. Boah, Ratte, wir sind tot. Oh Mann. Ach, wir stecken fest hier, Mann. Das auch noch. Ja.
ist er hin? Das ist auch das Einzige, was mir hier drin einfällt, was man hier machen kann. Ratte! Wir sind tot. Wow. Ja, wir mussten ja unbedingt hier hin. Was ist da unten so schön rot? Ach, Mann. Okay, wir sind vorbei. Und wir sind tot. Wow. Ja. Wenn wir diese Ratte wenigstens erstmal erledigen könnten, die ist ja auch ganz schön fies. Wenn ihr euch wundert, dass wir uns nicht mal blocken oder so, das geht nicht. Wir haben so eine Krankheit, wir haben die Sumpfkrätze. Wir können uns nicht blocken, weil wir die Sumpfkrätze haben. Das dauert. Das bringt überhaupt nichts. Das dauert total lange. Wir sind tot. Eine Ratte weniger. Die Fledermaus schießt auf uns. Die schreit uns an und wir sind tot. Ach, die helfen uns gar nicht. Diese Fledermäuse. Oh nein. Das heißt, wir müssen die auch noch irgendwie besiegen. Brandbestien. Ja, okay. Es gibt hier überhaupt keinen Schutz. Keine Deckung. Gar nichts. Naja, wir haben ja Splittergranaten und so. Und wir leben. Ach so, wir sind tot. Ich dachte, wir laden noch nach. Ja, wir haben ja wieder ein bisschen Munition für die Pumpgun. Vielleicht sollten wir doch noch mal in die Höhle gehen, aber nee, da sind ja noch mehr als hier draußen. Oh, wir sind so langsam. Spritzt sich nichts an. Wir sind tot. Was gibt es denn noch, was wir machen können? Wir können ja nicht fliegen. Können wir irgendwie um Hilfe rufen oder was? Moment, das war doch eigentlich ganz gut hier. Nein, das war überhaupt nicht gut hier in der Ecke. Diese Brandbestie, die trifft uns trotzdem. Irgendwie kann die flächendeckend Schaden anrichten. Und wir sind tot.
Wir sind tot. Wären wir doch in White Springs geblieben. Immer eins. So. Und wir sind tot. Aber das, wir haben schon mal lange überlebt diesmal, okay. Es ist ja auch nur noch einer da, jetzt von den Gebrannten, Verbrannten. Ja, aber dieses Brandbiest da oben. Es ist ein verbrannter Krieger. Und wir sind tot. Ach, die sind ja schon wieder neu gespawnt hier. Jetzt sind schon wieder zwei da. Wir hatten nur noch einen. Und warum wir uns gerade nicht bewegen? Wir hängen hier irgendwie fest gerade. Wir können uns nicht bewegen gerade. Und keine Munition und wir sind tot. Ah, da waren jetzt zum Schluss, gerade waren drei sogar schon wieder da, die spawnen. Wir haben es fast geschafft, oder? Also einen hatten wir nur noch. Und wir sind tot. Warum machen die so einen Spawnpunkt, dass man hier mitten im Gefecht spawnt, wo tausend Dinger da auch spawnen? Ach, Mann. Wie viele sind jetzt da? Einer, ich sehe einen. Zwei? Nee, die sind schon wieder respawned. Die sind schon wieder da. Ja. Ich kann den Pip-Boy gar nicht mal öffnen. Und wir sind tot. Mhm. Ja. Knifflige Stelle. Also hier darf man nicht sterben an der Stelle. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr von diesen Stellen. Ja, und nach wie vor, ich glaube, wenn man im Team unterwegs ist, dann hat man nicht so ein Problem, ja. Wir werden mal was ganz anderes versuchen. Wir werden mal versuchen, jetzt oben reinzugehen, aber... Ah, wir können uns nicht bewegen. Oh, nein. Wir sind tot. Ist euch was aufgefallen? Wir sterben die ganze Zeit. Nein, der Ladebildschirm, der ist ganz schön kurz. Und wir sind tot. Okay, dahin zu laufen hat auch nicht viel Sinn. Macht nicht viel Sinn. Hm. Ja, was habt ihr denn hier gemacht, Bethesda? Ich meine, ja klar, wir haben hier nichts verloren in der Gegend. Ist schon klar, ich verstehe, aber... Trotzdem... Einen Spawnpunkt zu machen, wo 1 Million Gegner drumherum spawnen, das ist doch nicht richtig. Ah, wir sind tot. Nein, nicht um Hilfe rufen, um Gottes Willen.
Bringen wir jemand anders noch in diese Situation? Ja, dann kommt ein anderer auch nicht weg. Der wird sich bedanken, wenn er die ganze Nacht hier stirbt in einer Tour. Warum sind wir jetzt eigentlich so langsam? Was haben wir denn schon wieder? Naja, okay, die Waffe bringt nichts. Hier haben wir keine Munition. Und die bringt nichts. Und wir hängen schon wieder fest. Wenn wir runterspringen, dann hängen wir fest. Okay. Was ist das eigentlich? Schön. Ach, das sind diese Fleischfressenden. Wir sind tot. Können wir nicht einen Speicherpunkt davor laden irgendwo? Das kennt man doch schon aus Skyrim und überall. Wenigstens sehen wir gut aus beim Sterben. Oh, was ist das? Wir kommen mal ein Stück weiter. Ah, okay. Ich gebe zu, diese Richtung haben wir noch nicht so ausprobiert, so richtig. Der Gartenzwerghandwerker. Okay, hier scheinen wir ein bisschen verschnaufen zu können. Sie scheinen uns hier drin nicht treffen zu können. Okay. Aber wir können auch nichts auswählen gerade. Es ist kaputt. Ah, vielleicht weil wir jetzt hier eine Chance hätten. Und wir sind tot. Das hat ganz gut geklappt diesmal. Liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ich glaube, wir wissen jetzt, wie wir vorgehen werden in Zukunft. Wir werden hier hinlaufen. Da leben wir etwas länger. Und habt ihr gesehen, was wir da gerade eingesammelt haben? Genau, eine richtige Waffe, ein Sturmgewehr oder so etwas. Ja, wenn es dazu noch Munition gibt, dann haben wir in der nächsten Folge vielleicht eine Chance. Aber diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.